Morgen zu einem neuen Vlog. Wie ihr sehen könnt, bin ich leicht rot und ich glühe auch etwas arg und verschwitzt, weil ich war gerade joggen und es fühlt sich so gut an. Aber ich wollte euch über das Wochenende mitnehmen, weil ich gehe gleich nach Stuttgart zu einer Freundin, die ich auf dem Meetup kennengelernt habe mit ein paar anderen und wir haben gesagt, wir machen vegane Plätzchen. Und dazu habe ich gestern schon den Teig vorbereitet. Ich bringe Vanillekipferlteig mit. Und wenn ihr wollt, kann ich euch auch das Rezept in die Infobox packen. Ich habe das ganz einfach von Zuckerjagdwurst, heißen die ja. Und ich mache sonst auch so einen Screenshot hier rein. Aber ich freue mich schon voll, weil morgen ist der erste Advent. Und ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung, weil ich habe schon 3 Weihnachtsfilme angeschaut und es ist noch nicht mehr Dezember. Und ich habe schon Weihnachtsmusik gehört, genau. Aber ich springe jetzt mal schnell unter die Dusche, glühe etwas ab und dann richte ich was und richte mich. Ich bin jetzt auch gerichtet und mache mich gleich auf den Weg und ich hole jetzt gerade noch Plätzchen aus Stecherle. Da nehme ich noch ein paar mit. Aber ansonsten habe ich den Plätzchenteig gerade eingepackt. Wäsche ist fertig, sehr gut. Hui! Hell. Und dann geht's los nach Stuttgart. Ich habe auch hier meinen Teig schon. Ich habe hier auch schon meinen Teig eingepackt, eine Dose, damit ich auch Plätzchen mit nach Hause nehmen kann. Und da sind noch Lebkuchen drin. Und jetzt noch Ausstecherle. Und heute Abend kommt dann Sabi, deswegen habe ich gerade noch mein Bettsach gewaschen, weil sie hat eine Katzenhaarallergie, leider. Und ich habe eine Katze. Und deswegen muss ich mein Zimmer komplett davor immer mein Bett abziehen und aufräumen. Also ich mache das halt gerne, dass sie kein, also mit ihrer Allergie nicht so schlimm ist, aber sollte hoffentlich passen. Aber ich freue mich, sie nachher zu sehen und dann seht ihr sie auch wieder. Also wenn ihr noch jetzt wollt, beeilt euch. Der ist gut geworden. Ich bin jetzt auch wieder zu Hause und wir waren gerade noch auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen, aber es war so extremst voll, aber ich konnte dann auch nicht dort vloggen mit meinen Freunden, weil ich habe einfach die Zeit total genossen und ich wollte dann auch nicht die Kamera geiler ins Gesicht halten. Aber ich hatte so einen schönen Abend und hier sind so ein paar Einblicke, aber ich wollte euch auch die Ausbeute zeigen von meinen Plätzchen. Auf jeden Fall haben wir die Plätzchen dann natürlich schön aufgeteilt und noch ein bisschen Lebkuchen. Und es ist nicht mehr ganz so viel, weil wir schon so viel genascht haben. Vor allem von den Vanillekipferln, den Teig, den ich mitgebracht habe, die waren so schnell irgendwie weg, weil wir die ganze Zeit davon genascht haben. Das war auch richtig, richtig lecker. Ja, aber ich bin jetzt auf jeden Fall daheim. Jetzt ist 9 Uhr, es ist richtig chillig, weil ich so noch ein bisschen was im Arm habe und ich dachte, ich komme später heim. Aber wir haben uns ja früh getroffen und Sabi kommt jetzt doch nicht mehr heute, die kommt morgen und ich würde auch sagen, ich mache so einen Weekend-Vlog, also dann zeige ich morgen noch, was wir machen und dann verbinde ich das so ein bisschen, aber ich chill jetzt noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen was für die Schule erledigen und dann vielleicht schneide ich noch ein bisschen und sonst schaue ich ein paar YouTube-Videos an und entspanne einfach, aber ja, das ist einfach gerade so geil. Und ich habe so viel Plätzchen gegessen, deswegen habe ich so einen leichten Zuckerüberschuss, aber ist auch mal lecker. Guten Morgen! Es ist der erste Advent heute und es ist Sonntag. Und ich bin um 8:30 circa aufgestanden. Ne? Ich wollte eigentlich ins Fitness gehen heute, aber meine Freundin kommt ja dann bald. Und dann dachte ich so, okay, nein, Schlaf ist auch mal wichtig. Deswegen habe ich gerade nur so eine Klitzekleinigkeit zu Hause gemacht, um ein bisschen was gemacht zu haben, weil ich irgendwie Lust drauf hatte und es dann nicht komplett ausfallen lassen wollte. Aber ich muss euch was zeigen. Abgesehen von Charlie, der immer vor meiner Tür steht. Das da.
Ich habe nämlich meine Mama gefragt, ob ich einen Adventskalender kriege und ich dachte, ich krieg keinen mehr. Und ich habe mir so sehr irgendwie einen gewünscht. Ich weiß, es ist irgendwie so ein bisschen dumm, aber ja, ich wollte halt unbedingt einen haben. Und dann hat sie mir das noch vor die Tür gestellt. Und das ist einfach ein Riesenglas, was ich dann gleich für irgendwas füllen kann. Und dann sind da so ganz viele 1, 2, 3, 4 bis 24 Kleberchen drauf. Und dann Kekse und da unten sind Datteln. Die Datteln sind sogar gefüllt. Oh, wow. Okay, ich bin begeistert. Ja. Aber ich freue mich irgendwie darüber. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Adventskalender habt oder nicht. Und was für einen. Das würde mich voll interessieren. Und ansonsten richte ich mich jetzt mal, bevor Sabi demnächst kommt und wir nach Tübingen düsen. Mr. Charleston wollte übrigens auch noch Hallo sagen zum Vlog. Hallo. Er darf nämlich seit 2 Tagen nicht in meinem Zimmer schlafen auch. Weil er Sabi kommt. Und jetzt stand er bei der Tür und jetzt ist er kurz reingewischt. Du musst jetzt aber sofort wieder raus, nicht dass du deine Katzenhaare hier verteilst. Ich habe mich jetzt schon ready gemacht und irgendwie hatte ich voll Bock auf ein Kleid. Und ich habe gerade noch ein paar Schulsachen gemacht, aber irgendwie merke ich gerade, dass es mir doch etwas zu kalt ist. Also werde ich mich wahrscheinlich noch umziehen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl und halt Lust, weil heute der 1. Dezember ist und Advent, wollte ich mich so ein bisschen weihnachtlich anziehen mit dann Boots, aber ich mag es dann doch lieber wärmer. Und ich fühle mich so gut, weil ich jetzt noch meine Schulaufgaben erledigt habe. Ich musste nämlich noch Texte für die Präsentation fertig schreiben und für unser Booklet. Und das habe ich jetzt gemacht. Und dann muss ich jetzt nur noch eigentlich ein Video schneiden und sowas. Aber dadurch, dass ich am Freitag ja eins gepostet habe, werde ich heute keins posten. Also am Sonntag. Aber mir macht es voll Spaß und irgendwie habe ich auch ewig gerade versucht, weil ich habe jetzt von der Schule die Adobe-Programme bekommen und mein Rechner möchte die nicht runterladen, weil er nicht auf dem neuesten Stand ist und ich krieg's nicht hin. Weil sonst hätte ich halt mir Lightroom für einen Computer geholt, für Fotos zu bearbeiten und Premiere mal ausprobiert zum Schneiden, weil ich das halt mega cool finde. Aber es möchte nicht. Und das ist so richtig. Side Note. Aber Sabi ist jetzt auch da und wir haben uns gerade Frühstück gerichtet. Und zwar einfach Porridge mit Banane, Apfel, Almond Butter und ich probiere einen neuen Kokosnussjoghurt aus. Den hier. Und dann noch mein geliebter, ups, Matcha. Wir probieren jetzt den Kokosnussjoghurt. Sabi und ich sind der Meinung, dass der Kokosnussjoghurt nicht so sehr nach Kokosnussjoghurt schmeckt. Ich bin noch auf der Suche nach dem Guten. Wir sind jetzt in Tübingen angekommen. Wir haben gerade schon so eine süße Stelle gefunden. Richtig süß, perfekt für den ersten Advent mit einem Weihnachtsbaum. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Sieht so süß aus, das sind die bekannten Häuserchen da und das ist so eine schöne Allee. So, Sabi ist jetzt auch da. Jetzt seht ihr sie noch richtig. Und sie sieht heute zum ersten Mal Tübingen. Ich war ja hier schon und kam meinen Bruder besuchen, weil der studiert hier. Und wie findest du es bisher? Mega schön. Die Stadt ist richtig süß, ganz bunt, viele Fachwerkhäuser, richtige Studentenstadt. Ja. Wir laufen hier gerade auch an dieser Allee rum und da seht ihr auch diese süßen Häuser. Und da ist so die Allee voll und ich finde die so, so goldig. Ja, auf jeden Fall ein Muss, nach Tübingen zu kommen. Ja. So süß hier.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, mal nach Tübingen zu gehen. Richtig schön. Okay? Richtig schön. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ich möchte hier auch studieren. Ja. Faszinierende Savi. Oh, und ein Weihnachtsbaum. Wir sind jetzt am Rathausplatz und das sieht so süß aus. Sabi hat schon gemeint, sie zieht hierher und studiert hier. Ja, das wäre mein Traum. Manifestieren, gell? Ja. Wie süß ist das denn? Das ist ein Weihnachtsbaum. Was für ein Licht! Sie sind doch immer so in die Videos, die so, wenn die wieder neu anfangen zu reden, dann sagen die auch immer so was richtiges, witziges und dann schauen sie sich in der Kamera an. Und dann merken die so, oh, das Licht ist aber komplett kacke, weil ich sehe jetzt extremst rot aus, wegen der Steinlampe da hinten. Quality Content. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur sagen, dass wir jetzt zurück sind aus Tübingen. Wir waren noch ein bisschen bei meinem Bruder dann, haben den kurz besucht und ein kleines Care-Paket vorbeigebracht, weil Studenten brauchen ja immer etwas zu essen. Oh, das Licht ist ja echt schrecklich. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt daheim, chillen jetzt gerade noch ein bisschen und machen gleich eine Meditation. Und dann machen wir uns nachher noch was zu essen und entspannen noch ein bisschen. Wir chillen gerade nur so beide für so voll für uns hierher und da seht ihr mich wieder vloggen. Dinger. Aber ja, so ein kleines Update, was wir gerade haben. Wir haben uns jetzt auch Essen gemacht. Und zwar gibt es für uns Pasta mit Tomatensauce und ein bisschen Spinat und eine Karotte und ein bisschen rote Beete. Und Savi schaut schon parallel nach einem Video, was wir anschauen können. Aber das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir haben auch richtig Hunger. Und Pasta ist einfach so ein Essen, was sehr schnell geht und gut ist. Und es jetzt genießen. Wir genießen jetzt gerade noch ein paar Plätzchen, die ich ja gestern gemacht habe. Hier. Und Sabi kostet die gerade schon schön fleißig hier neben mir. Welches ist dein Lieblings? Die mit Schokolade. Die mit Schokolade sind ihr Lieblings. Mhm. Die hier, das will ich auch gleich noch naschen. Und ansonsten ist mein Wochenende jetzt hiermit so beendet. Sabi übernachtet heute bei mir. Ist auch für mich das erste Mal, dass jemand bei mir übernachtet, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss. Aber ich finde es irgendwie cool. Auf jeden Fall wollte ich euch noch einen wunderschönen Tag wünschen. Und danke, dass du zugeschaut hast. Du darfst mir gerne einen Daumen nach oben geben und mich gerne kostenlos abonnieren. Ich freue mich wirklich riesig drüber. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Und ja, lass es dir gut gehen. Und ich freue mich jetzt auf den Dezember. Und ich hoffe, du freust dich auch, weil bald ist Weihnachten und ich bin voll in der Stimmung. Und freue dich auf mehr Videos einfach. Bis dann. Tschüss.